dass es bei der Nürnberger Straßenbahn die Poffahrten gibt, welche dem Fahrgast zugänglich sind, ist hinlänglich bekannt. Bei der U-Bahn allerdings ist es nicht üblich, auf der letzten Fahrt des Tages zur Abstellanlage Fahrgäste mitzunehmen. Obwohl sich die mittleren beiden Gleise am Scharnfreiter Ring, an welches sich das Überwerfungsbauwerk zur Werkstatt anschließt, optimal dafür eignen würde. Und auch auf den automatischen Linien 2 und 3 fahren fast alle U-Bahnen als Betriebsfahrten zu ihren nächtlichen Abstellanlagen. Mit einer großen Ausnahme. Jeden Abend um 20.40 Uhr, ausgenommen am Wochenende, beginnt eine U3 in Großreuth bei Schweinau ihre Fahrt zum Nordostbahnhof. Und das als reguläre Fahrgastfahrt, sodass man als Fahrgast hier die einmalige Möglichkeit hat, umsteigefrei vom Südast der U3 zum Nordast der U2 zu fahren. Etwa von der Gustav-Adolf-Straße zum Nordostbahnhof. Eine Strecke, die regulär nicht befahren wird. Der Hintergrund dieser ungewöhnlichen Fahrstrecke liegt darin begründet, dass es entlang des Nordastes der U3 schlicht nicht genügend Abstellmöglichkeiten gibt. Nächster Halt, Nordostbahnhof. Dieser Zug endet hier. Fahrgäste, bitte alle aussteigen. Weshalb dieser reguläre Umlauf der U3 die Nacht bei ihren Kumpelinen am Nordostbahnhof verbringen muss, wo es noch einen freien Schlafplatz gibt. Morgens um 4 bricht dieselbe oder eine andere Bahn wieder auf demselben ungewöhnlichen Weg nach Großreuth bei Schweinau auf, wobei wohl niemand mitfahren dürfte. Und wo wir gerade bei interessanten Fahrverläufen sind, werfen wir noch einen Blick auf Schultage. An Schultagen, im Fahrplan mit dem altbekannten V01 gekennzeichnet, gibt es 5 Minuten vor unserer U3 eine zusätzliche U3, welche ebenfalls zum Nordostbahnhof fährt. Und dann gibt es noch den Schülerzug, vermutlich für die Schüler des Hans-Sachs- und Lahm-Wolf-Gymnasiums, welcher vom Nordast der U3 auf den Südast der U2 verkehrt. Wobei sich die VAG hier nicht die Mühe gemacht hat, den Linienast in den Fahrplan zu schreiben. So steht die U3 auf dem Nordast als reguläre U3 nach Großreuth bei Schwanau in den Fahrplänen und an den Bahnhöfen auf dem Südast der U2 steht sie ebenfalls als U3 nach Großreuth bei Schwanau, allerdings nach Röthenbach. Im alltäglichen Linienbetrieb wäre ein derartiges abwechselndes Befahren der Linienäste unnötig kompliziert und würde zu Taktlücken führen. Wobei natürlich auch hier die Dosis das Gift macht. Es bleibt abzuwarten, was die VAG in Zukunft aus der Möglichkeit macht, Fahrten auf den Ästen der automatischen Linien hin und her zu schieben.